Hallöchen, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen auf dem LS19 auf der nordfriesischen Marsch ohne Creme Version 2.9. Und ich bin wie immer die Mariezel. Es gibt wieder viel zu tun und es sind einige Sachen passiert. Unter anderem hatte ich auf Feld 15 einen Mähdrescher zu laufen. Der hat plötzlich total gebockt, war nicht mehr zu bändigen und ich musste ihn verkaufen. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit, ihn zum Händler zu fahren. Das linke Vorderrad hing in der Luft, das rechte hintere im Boden, obwohl da überhaupt kein Hindernis, nichts dergleichen zu sehen war. Und auf Feld 15 hat es auch noch nie irgendwelche Hindernisse im Boden gegeben. Es lag also definitiv am Drescher, warum auch immer. So habe ich ihn vom Ort weg verkaufen müssen und ich musste mir einen neuen anschaffen. Denn es müssen schon drei sein, habe ich festgestellt, bei dem Umfang, den ich hier zu erledigen habe. Und deswegen werde ich jetzt gleich sofort mal mit euch zusammen einen neuen Drescher kaufen. Mir schwebt da auch ein ganz bestimmter vor. Mit dem habe ich schon einige Male gearbeitet, natürlich eine Mod. Der, den ich jetzt verkauft habe, das lasse ich jetzt mal außen vor. Und der ist es, den möchte ich mir jetzt anschaffen. Ich werde mir auch die Räder färben in diesem Orange, das passt dazu. Der Ton kehrt hier in diesem Bereich wieder, dann ist das eine Einheit und passt irgendwie zusammen. Schade, dass die unteren Räder nicht auch zum Färben gehen. Die hätte ich dann entweder in Edelstahl oder Schwarz. Naja, was soll's. Die Bezeichnung ist weiß, die kehrt dann hier auch wieder, ist auch Gleichgewicht. Also lassen wir es, wie es ist. Wir können es eh nicht ändern. Den kaufen wir. So. Und das passende Schneidwerk dazu natürlich auch. So. Das hat sogar ein integriertes Fahrwerk, was sehr, sehr positiv ist. Ich mag nämlich, genau wie Shorty, keine Schneidwerkswagen. Die mag ich überhaupt nicht. So, jetzt hat er auch Farbgebung, bräunlich, orange. Das sollte passen. Ich habe den Mod drin, bei dem man, also mit dem man 7 Einheiten hoch oder runter schalten kann in der Geschwindigkeit. Und ich schalte hier definitiv hoch. So, da bin ich bei 49, das ist eine ordentliche Geschwindigkeit und das kaufen wir. Dieses Schneidwerk bestimmt also, wie schnell der Drescher auf dem Feld arbeitet. Gut. Jetzt werden wir mal schauen, was überall zugange ist. Das ist der Abfahrer von dem kaputten Mähdrescher. Der hat seine Ladung bereits weggebracht ins Silo und jetzt wartet er hier, bis ich mit dem neuen Drescher hier zugange bin. Du bist fertig. Alles klar. Dann werden wir mal eben den Kurs löschen, bevor wir dann zwei drin haben beim nächsten Mal. Dann klappen wir dich mal ein. So. Mit G vom Schneidwerk weg, den Rest zuklappen, dann können wir den nach Hause schicken. Erstmal. Wir haben noch zu ernten, aber das schaue ich mir dann beim Tageslicht genauer an. Da ist schon wieder mal Autodreif aus, aha. So, du fährst erstmal zum Hof. Und von da aus sehen wir dann weiter. Und tschüss. Und du kannst zu unserem Silo fahren und die Sonnenblumenkerne einlagern erstmal, bevor wir die wegbringen. Das lässt du dann auch später festlegen, wo wir das hinbringen, das sagt die ganze Sache da. Jetzt werden wir erstmal umstellen, modusmäßig hier. So. Der Lärm hier über uns, das ist das Windrad. Hofsilo einlagern. Und tschüss. Und zwar das da oben.
Naja, weg vom Lärm. Da waren wir schon, da waren wir auch schon. Ja, was machst du denn jetzt hier? Ach so, du machst eine Ehrenrunde. Dann fährst du wahrscheinlich über die andere Brücke nach Hause. Mir ist es recht egal, Hauptsache du kommst an. Das ist der Flug. Den werden wir eben wegparken. Ist da eigentlich schon sauber? Ja, haben wir gemacht. Okay. Dann komm mal mit. So, ich habe heute das Mikrofon ein bisschen anders positioniert. Nämlich so, wie es für den Stream dann mal wichtig ist. Und ich hoffe, dass der Ton gut ankommt, dass ich gut zu verstehen bin. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Das wäre ganz, ganz lieb von euch. Aber ich kontrolliere es auch natürlich selbst nochmal, ganz klar. Wie gesagt, ich bin in der Vorbereitung, was die Streamerei angeht. Aber vorher muss alles stimmen, alles funktionieren. Erst dann fange ich an. Bloß lange dauert es nicht mehr, versprochen. Ich habe heute vieles, vieles herausgefunden, wie es funktioniert. Und bin ein ganzes Stück weitergekommen. So, den setzen wir jetzt mal auf die Spur. Der soll sich wegparken. Jawohl, sehr schön. Das ist am Depot oder Fuhrpark, sage ich ja immer. Yes. Nein, ich will ja weiter. Ich will ja gar nicht starten mit dir. Du bist noch unterwegs. Mit den Sonnenblumen. Ah ja. Du folgst dem Dresch auf dem Fuße. Ist ja wunderbar. Das ist ja wieder mal ein toller Anblick hier. Aber einholen wirst du ihn wohl nicht, ne? Oder? Doch. Langsam, 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 langsam. Nicht Wettrennen fahren hier. Das geht gar nicht. Das solltet ihr nicht tun. Sieht herrlich aus. Mit den Lichtern. Herrlich. Jawohl. Das war jetzt ein Top-Foto. Das werde ich wahrscheinlich verwenden. Sehr schön. Haben wir das wieder geschafft. Es ist manchmal gar nicht so einfach, ein vernünftiges Foto zu schießen, was man dann als Startbild nehmen kann. Honig. Ja, Lidl kauft Honig. Genau so war das. Da werden wir den doch mal zu Lidl schicken. Zu Lidl. Von der Brennerei ist er wiedergekommen. Das Obst haben sie dort angenommen vom letzten Video. Den Honig wollten sie nicht. Honig ist genug vor Ort. Also müssen wir den Honig verkaufen. Da habe ich noch ein bisschen mehr Honig abgeholt hier bei den Erdbeerfeldern und aufgeladen. Und jetzt werden wir den gesamten Honig verscherbeln bei Lidl. So, und tschüss. So. Und da fuhr er dahin. Kürbis ist einzuladen. Okay, das kann man eigentlich auch noch machen. Ja, erst anschalten, alles klar. Das ist auch interessant, wie das gestaltet ist. Hat fett gut gemacht.
Gefällt mir sehr. Oho. Noch eine Reihe oben drüber. Nicht, dass du mir umkippst, doch. Da muss ich auch erst schauen, wer das kauft. Das weiß ich noch nicht. Da stehen jede Menge Erdbeeren rum. So, dann werden wir erst mal gucken. Wer kauft Kürbis? Kürbis, Kürbis. Da. Kürbis. Aldi. Okay. Okay, okay. Erst mal Licht machen, würde ich mal sagen, hier. So. Na, 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 na. Zoomt mich das wieder ran. So. Ist das jetzt gut befestigt hier? Oh, der da vorne, der gefällt mir nicht. Das machen wir lieber normal. So könnte man es auch lassen. Sieht nicht schlecht aus. Okay, ich hoffe, du kippst nicht um. Du kriegst jetzt Order. Du fährst zu Aldi. Zu Aladdin. Und ab. Abgeladen wird erst morgens. Alles klar. So. Jede Menge Kürbis. Schön. Langsam, nicht so doll schnell hier. Ah, hier habe ich schon noch mal jede Menge Heuballen verloren auf der Strecke hier. Die durfte ich einsammeln. Das war vielleicht ein Spaß. Ja, das waren, weiß nicht mehr, an die 30 Stück. Sehr schön. Schön langsam und bedacht. Gut, da kann ich dich alleine lassen. Das klappt. Und hier wollen wir dann noch verkaufen, auch am Morgen. Ich hoffe, hier kommt nicht irgendeiner die Strecke lang, wenn ich die schicke. Ich glaube, ich werde den einen hier von der Straße runternehmen. Das ist wohl gescheiter. Ja. Okay, müssen wir mal gucken. Habe ich den richtigen erwischt? Nee, natürlich nicht. Dich wollte ich nicht. Du bist ja schon von der Straße. Runter. Ausschalten. Den da will ich. Den da. So. Aha, da ist ja noch der Fahrer drin. So, jetzt kann man dirigieren. Sachte über diese Kuppel hier. Und die Müllcontainer lässt er heilen, ne? Maritzel? Tust du nicht anrömpeln. So, hier kannst du stehen bleiben, ist die Straße frei. Ich denke mal, das ist okay. Aha, du bist noch unterwegs. Am Holzgebiet vorbei, genau. Jetzt geht es hier rum zu Aldi. Jawohl. Gut, bisher hat er die Ladung noch komplett da. Das ist sehr schön. Was haben wir hier noch? Ach so, ja, alles klar. Wasser hatte ich aufgefüllt bei Erdbeeren und Kürbis. Das ist der Nebenhof, richtig.
Hier stehen einige Gerätschaften, also etwas von dem Zeug werde ich wohl verkaufen. Ich brauche von hier nicht alles, habe ich festgestellt. Der kriegt seine Order jetzt. Der kann schon mal los. Feld 42, genau. Dort kommst du an und aktivierst dein Courseplay. Und tschüss. Bahnst du dir deinen Weg über den Hof? Ich hoffe, dass das klappt. Ja, ne? Du kriegst das hin. Hier ist zwar ziemlich viel Linienwirrwarr, aber bisher sind sie alle klargekommen. Das ist ja die Hauptsache. Genau, hier fährst du raus. Und ich vermute mal, du wirst rechts rumfahren. Es ist eigentlich der kürzere Weg. Ich denke mal, den wird er sich auch aussuchen. Allerdings groß ist der Unterschied bestimmt nicht. Aber jetzt links oder rechts fährt. Aber der fährt rechts rum. Das sieht man schon. Jawohl. Und tschüss. Gute Schicht. Das Feld ist ziemlich groß. Weißt Bescheid, ne? Ja, du machst das schon. Den werden wir mal hier abschnallen hier. Der hat Feierabend erstmal. Der darf sich auch wegparken. Mal gucken, ob der von hier aus den Weg findet. Das weiß ich nicht genau. Hier sind auch sehr viele Linien. Oh. Warst du der Neue? Ja. Dann kannst du dich nicht selber wegparken. Das müssen wir von Hand machen. Okay, dann komm mal mit. Langsam. So, jetzt muss ich mal anschalten, dass ich das sehe. Da, hier seht ihr das Wirrwarr. Guckt euch das an. Aber es funktioniert. Und der muss auf die 1 war das. Der muss auf die 1. Da hatte ich einen, genau den gleichen. Aber der hatte vorher einen anderen Parkplatz. Und der hat sich einfach nicht umändern lassen. Mit nichts. Hab alles probiert. Da habe ich ihn verkauft. Kurzerhand. Und einen neuen angeschafft und fertig. Was soll's. Manchmal ist das eben so. Und jetzt muss der natürlich diesen Platz auch wieder einnehmen, ne? Schön langsam. Bis du da stehst, wo du musst. So, sehr schön. Wenn sie alleine reinfahren, dann parken sie nicht ganz so weit hinten. Da parken sie mehr in der Mitte, aber das macht ja nichts. So, jetzt werde ich das hier mal einstellen. Das ist Parken 1. Parken. Traktor 1. Nicht Fuhrpark. Traktor 1. So. String und rechte Maustaste war das, genau. Jawohl. So, jetzt hat er seinen Parkplatz. Jetzt ist das in Ordnung. Ausschalten. Licht aus. Und da können wir aussteigen, ne? Nein, aussteigen. Nicht fahren, aussteigen. So, jetzt stehen mal zwei hier in der Halle. Ja. Seid ihr nicht so einsam, wenn ihr zu zweit seid, ne? Ich werde mal den Editor wieder ausmachen. Oh, hier ist auch schon wieder kein. So, alles klar. Das sieht so hell aus da hinten. Und dabei ist es 21 Uhr und interessant. Das ist eine Sommernacht, oder wie? Sehr hell.
Was mache ich mit dir jetzt? Habe ich noch irgendwo was zu ernten mit Maisgebiss? Das können wir ja gleich mal feststellen. Ich habe ja mehrere Felder hier, die noch vorbereitet sind und eigentlich gehen wir mal auf Wachstum. So. Was hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist das Feld, wo der Mist passiert ist mit dem Mähdrescher. Da seht ihr den Rest hier, das ging nicht mehr. Hier vorne an der Ecke hat er Bockmist gemacht und nicht mehr gewollt. So, das hatte ich, glaube ich, abgeerntet. Oder war es das hier? Ja, ich denke mal. Feldfrüchte. Ah, hier haben wir Hopfen drauf. Stimmt. Auf der neuen. Das sieht aus wie Mais. Ja. Na also, da wissen wir ja schon, wo wir dich hinschicken, ne? Was haben wir denn hier? Rüben oder irgend sowas? Nee. Oder doch? Was haben wir denn? Ach nee, Röhr. Möhren. Genau, Möhren haben wir. Und auf der 14 sind Zwiebeln. Da muss ich mir die Gerätschaft für den Roder mieten. Wann mache ich schon mal Möhren und Zwiebeln? Das kommt so oft nicht vor. Also so viele Schneidwerke am Hof? Nö, das machen wir nicht. Was ist denn auf der 56? Sind das Sonnenblumen? Jawohl, sind die reif? Nein, die sind abgeerntet. Okay, das hatten wir schon. Alles klar. Gut, ich würde sagen, dann schickt man der. Nee, die 9 ist auch weg. Die 12 ist noch. Was haben wir denn da? Was haben wir denn auf der 12? Das ist auch nicht für Maisgebiss. Na, da kann ich den eigentlich in die Garage stellen. Alles klar. Gut. Für dich haben wir nichts mehr. Du hast deine Arbeit gemacht. Komm mal mit. Mach mal dich eben sauber. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, welchen du hattest. Den ersten, glaube ich. Da haben wir jetzt nur einen verkauft. Nee, Moment mal. Da auf dem ersten stand der, den wir verkauft haben. Genau. Hier ist ganz falsch. Ach, du lieber Himmel. Ja, bei Nacht sieht alles anders aus. Hier ist das andere Schneidwerk. Genau, du hast den dritten Platz. Da muss ich dich rückwärts reinfahren und erstmal das Schneidwerk wegbringen. Genau, das ist es. So war das. Der Glasplatz ist der Platz 3. Jetzt sind wir wieder im Bilde. Erstmal das Schneidwerk wegbringen. Halt! Nicht durch die Wand hinten durch. Das kostet ja Geld. So. Runter mit dem Schneidwerk. Und ab. Sehr schön. Und jetzt kommst du zurück. So. Da musst du rein. Genau da. Na? Nicht rempeln. So ist gut. Sehr schön. So, und nicht zu weit. Sonst steht nachher wieder das Schneidwerk schief, wenn ich gespeichert habe. Da ist der Roder. Ja, da habe ich nur Kartoffeln und Rübenschneidwerk am Ort. Alles andere wird gemietet, wenn da was gebraucht wird. Licht aus. So, das hätten wir. So, und weiter geht's. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Oh, müssen schon langsam planen, das wieder zu beenden, wie es aussieht. Ich will trotzdem eben schnell nochmal durch. Ach ja, du, dich wollte ich noch eben genau. Denn du musst hier weg, wenn da nachher geerntet wird. Dich werde ich mal eben zur Seite stellen oder besser einparken, aber mit Traktor. Die beiden lasse ich zusammen. Die werden noch gebraucht.
So. Jawohl, sehr schön. Halt. Das ist gut. Ja, das ist in Ordnung. So, das hätten wir auch. Okay. Nochmal eben durchschalten. Da waren doch noch irgendwie Fahrzeuge unterwegs auf der Straße oder so, wenn ich mich richtig erinnere, die ich vielleicht weiterschicken sollte. Die hatten wir. Das hier war alles in Ordnung. Ja, ja. Okay, du machst deinen Job. Wunderbar. Wo ist denn der Bierlaster eigentlich geblieben? Den gibt es schließlich auch noch. Ach, hier ist er. Du kannst doch weiterfahren, genau. Du hast durch das Speichern anhalten müssen, ne? Okay, fahr mal weiter. Och, was ist denn hier los? Das gibt's ja nicht. Hi! Wieso zieht denn der jetzt hier... Die Klappe war doch zu. Ah, hier passieren Lachen. Ja, also. Nein. Was macht denn der hier mit dem Bierkasten dran? Durch das Speichern wahrscheinlich, weißt du, guck, guck. Auf meiner Map passieren nachts wirklich merkwürdige Dinge. Kann man dir anders sagen. Jetzt hängst du, gell, ja. Krieg ich dich? Gucken, ne? Moment, 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 halt, 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 halt. Was ist das hier für ein Zeug? Ausschalten. Meine Güte, was ist das für ein Zeug hier wieder? Hoffentlich kriege ich das gebacken. Bierkasten hinterher. Ob der angekommen wäre, ist fraglich. Kriege ich das hier hoch? Ich muss mal gucken. Oder muss ich irgendwie mit Autolord versuchen? Ja, ich glaube, das ist besser. Den kriege ich bestimmt so hier nicht, oder? Kriege ich das? Nee, da hebe ich den ganzen... Ach, da hebe ich den ganzen LKW an. Das geht ja gar nicht. Nee, 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 das wollen wir ja gar nicht. Das wollen wir ja gar nicht. Das ist ja wieder ein Ding hier. Das ist wieder ein Ding. Wieso sind eigentlich die Klappen oft? Das war alles zu. Der war ja unterwegs. Dann habe ich gespeichert. Ich dachte, oh, den lasse ich weiterfahren, wenn ich wieder anschalte. Und was passiert? So ein Ding. Das sollte man festhalten. Das ist doch wieder ein Foto. Ja, genau. So. Okay. Ach ja, das ist wieder eine Geschichte hier. So, kann ich das irgendwie... Mal die... Sind die Gurte noch dran? Ich weiß es nicht. Teilweise ja, teilweise nein. Das müsste doch möglich sein, das aufzuladen. Nö. Das hängt am LKW fest. Das lässt sich gar nicht... Ist aber nicht sichtbar, dass der hängt. Also nein, das gibt's doch nicht. Ach, wisst ihr was? Ich schicke den einfach und fertig. Mal gucken, wie es vor Ort dann aussieht. Das wird ein Spaß. Schick mir den einfach und fertig. Fahr du mal weiter. Ich versuche das hier hinten zu lösen. Da ziehst du das Ding halt hinterher. Was soll's? Ich krieg's ja nicht weg. Oder? Oh, guckt euch das an. Der wird bestimmt noch mehrfach hängen bleiben, oder auch nicht. Wer weiß. Das ist ja wieder ein Ding hier.
Ein herrlicher Abschluss von diesem Video. Ja, da hängt er wieder. Das ist noch eine Weile bis Little. Ah nee, es fährt er weiter. Guckt euch das an. Ah, das habe ich noch nicht gesehen, sowas. Echt nicht. Und ich spiele schon eine ganze Weile Landi. Sowas Verrücktes. Na gut. Okay. Okay, liebe Zuschauer. Wir lassen den fahren. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Ich lasse es euch wissen. Ich werde es euch zeigen. Ich muss das Video jetzt beenden, sonst wird es zu lang. In dem Sinne sage ich euch mal Tschüssi für heute. Bleibt gesund. Schenkt mir bitte, bitte einen Daumen. Da freue ich mich riesig drüber. Vielleicht auch ein Abo, wer es noch nicht gemacht hat. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Tschüssi, eure Maritzel.